Hallo Kevin. Martin Lipton von The Sun in England. Sie hatten eine schwierige Saison mit vielen Verletzungen. Wie steht es um Ihre Form momentan? Und glauben Sie, Sie können den Unterschied ausmachen in Ihrem Team bei diesem Turnier? Also klar, ich hatte eine schwere Verletzung im August. Das ist also vor langer Zeit. Seit Januar habe ich ein paar Spiele bestritten und in den letzten 3-4 Monaten hat sich dann meine Form verbessert. Ich habe auf gutem Niveau meiner Meinung nach gespielt. Ich fühle mich vorbereitet auf das Turnier und um Belgien beim Turnier zu helfen. Während des Turniers. Kevin, DPG Media. Kevin, Qatar was een sof. In hoeverre zijn jullie gebrand in eerste instantie die oudere generatie om daar Kevin, nu met het EK in Qatar voor te nemen? En ook voor de jonge kassiert. Gasten die nu bij de ploeg gekomen met zijn in tegenstelling tot Qatar, die toch geëvolueerd zijn oder? En die misschien nu op die manier willen zichzelf es nog meer tonen? Ja, in vergelijking tot Qatar is gedaan. Er valt niks aan het veranderen, goed of slecht. Natuurlijk, Qatar was een teleurstelling. Qatar, maar oké, okay, ja, dat is ja, nu al twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden, dus we kunnen daar niks aan veranderen. Dit is een nieuw toernooi. Nieuwe trainer, behalve nieuwe ploeg, dus uiteindelijk zijn we hier om de DK goed te beginnen. En wat gebeurd is, is gebeurd. Positief of negatief kunnen we niet bij stilstaan. Ik heb ook geen nut om dat te doen. En ik denk de ploeg ziet er scherp uit. Iedereen is klaar om aan dit toernooi te beginnen. That's it. Das Team ist bereit, um morgen gut zu starten. Und das war es auch. Hallo Kevin, Christoph Michel vom German Media Fußball.News. How do you see the atmosphere at the moment in the squad? Was sagen Sie zur Stimmung im Team momentan und wie stark ist der Kader jetzt? Belgien zählt ja zu den drei stärksten Mannschaften weltweit. Werden Sie diesem Ranking gerecht? Ja, es ist schwer zu sagen, ob dieses Ranking auch stimmt. Wir waren vor einer Weile auch auf Platz 1 dieses Rankings, dieses Weltrankings. Wann, weiß ich jetzt nicht genau. Wenn man eine gute Qualifikationsrunde spielt, dann hat man auch ein einfacheres Los, das ist klar. Und in den Turnieren kann es dazu kommen, dass man ein Spiel oder zwei Spiele verliert und dann ausscheidet und das macht dann in diesem Ranking auch keinen großen Unterschied. Ich würde nicht sagen, dass die Mannschaft jetzt die drittbeste weltweit ist, aber in einem Turnier spielt das gar keine Rolle. Man muss in einem Turnier mit einem positiven Flow auf den Platz gehen. Ich fühle, dass das Team bereit ist und ganz viel Energie hat, um was Positives zu tun. Und das ist das Einzige, was uns interessiert. Die Rankings spielen dann eine sekundäre Rolle, wenn überhaupt. Hey Kevin, Peter Jan von het Nieuwsblad. Ihr habt misschien in de kranten gelesen, maar hallo Kevin. Over jouw persoonlijke Sie haben vielleicht in den Medien gelesen. Iedereen denkt dat je zeer goed in je vel zit. In den Medien redet ja jeder darüber, dass sie momentan in Form sind und auch von der Stimmung her gut auf dem Weg sind. Können Sie das bestätigen? Geht es Ihnen jetzt besser als in der Vergangenheit? Ja, also was soll das bedeuten? Von außen kann man ja viel schreiben. Ich habe ganz viel gelesen. Es gibt jetzt im Team, jetzt neben mir, ganz viele neue Spieler. Und wir haben diese Mentalität im Team, dass wir wirklich über jedes Detail sprechen. Was mich persönlich anbelangt, habe ich eine neue Spielzeit bestritten. Ich bin klar älter geworden, habe mehr Erfahrung gesammelt. Mein Ziel ist, bestens Fußball zu spielen und nicht für negative Aufmerksamkeit zu sorgen, egal was in den Medien steht.
svojho prvého súpera v skupine, teda slovenský tím a ste v pozícii favorita, to znamená... Was sagen Sie zu Ihren ersten Kontrahenten, der Slowakei? Sie zählen ja als Favorit. Sind Sie nur zufrieden, wenn Sie die drei Punkte morgen erzielen? Obviously, I think we saw some clips from Slovakia. I think, you know, they play in the 4-3-3, you know, they have, I think the coach wir like wissen, dass die Slowakei mit 4-3-3 als Spielsystem spielt und der Coach hat in Vergangenheit mit Sarri zusammengearbeitet. Sie sind sehr aggressiv in diesem 4-3-3 Spielsystem. Sie laufen die Gegner immer hoch an. Diese drei Mittelfeldspieler stehen enorm hoch. Und sie versuchen, das Team guten Fußball auf den Platz zu bringen. Meine Einschätzung ist, dass sie morgen genauso spielen werden. Klar, in einem Turnier kann das Spiel dann anders ausgehen. Aber ich gehe davon aus, dass sie ja ähnlich wie in der Vergangenheit spielen werden. Denn durch diese Spielweise haben sie sich qualifiziert. Und sie haben ja gute Spieler im Team, weswegen diese Qualifikation auch Sinn macht. Hallo Kevin, Sie haben gerade gesagt, wo Belgien ja in diesem Weltranking stehen sollte, Ihrer Meinung nach. Sie haben gesagt, ja nicht auf Platz 3. Warum? Können Sie das vertiefen und erklären? Heißt das, dass Sie nicht überzeugt sind von der Qualität im Team? Ja, also mit diesen Rankings ist es immer schwierig, ein genaues Ranking herzustellen. Jeder hat ja so das eigene Ranking und auch die eigenen Tipps zu den Favoriten. Und ja, diese Rankings sagen ja nicht so viel darüber aus, was im Team vor sich geht. Wir sind vielleicht nicht die Hauptfavoriten, also keine Ahnung, was dieses Ranking anbelangt, wo wir stehen sollten. Und das ist das erste Mal für viele Spieler im Team dieses Mal bei einem Turnier. Sie sind also sehr motiviert, etwas Gutes auf den Platz zu bringen. Das ist ja auch eine Gelegenheit für sie, ihre Qualität der Welt zu zeigen. Das ist ja meine Empfindung und meine Einschätzung. Während der Trainings habe ich immer eine positive Einstellung mitbekommen von allen. Jan Jasenka, Sportdeska, Slovensko. Hallo, Jan Elsinka aus der Slowakei. Denis Vavro hat behauptet, dass er großen Respekt gegenüber Belgien hat. Und wir haben ihn gefragt, welchen Spieler er auf dem Zettel hat, hat er De Bruyne gesagt. Martin Dubravka hat gesagt, Sie sind ein Fußballgenie. Welchen Spieler haben Sie von der Slowakei auf dem Zettel? Wer hebt sich da von der Masse ab in der Slowakei? Also wenn ich mir den Kader ansehe, glaube ich, dass das Mittelfeld entscheidend sein wird, denn die Mittelfeldspieler sorgen ja für das Verbindungsspiel der Slowakei mit dem Ball gegen den Ball. Sie sind also vielleicht schon der stärkere Teil und auch defensiv haben sie gute Spieler und sie haben auch einen Stürmer, der wie ein Tier immer auf dem Platz alles lässt und hin und her läuft. Wir wissen, dass wir morgen auf einem guten Niveau eine Leistung erbringen müssen, um das Spiel für uns zu entscheiden. Die letzten drei Fragen jetzt an Kevin. Hallo Kevin. Wir haben Ihre Narbe gesehen. Das ist schon ein unglaubliches Foto, ein krasses Foto, was wir da gesehen haben. Ja, man weiß vor der OP nie, wie lang die Narbe sein wird. Ja, stimmt, ich habe diese Narbe, das haben Sie auch gesehen. Aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt Angst habe, mich wieder zu meinem alten Niveau zurückzuspielen. Das war nie ein Problem für mich. Hallo Kevin, Jan
Johannes Wolf von Bild in Germany. You played some years in Hallo Kevin, Sie haben einige Jahre lang in Deutschland gespielt. Wie besonders ist es jetzt, hier nach Deutschland zurückzukehren? Gibt es noch eine besondere Verbindung für Sie zu Deutschland? Und letztes Mal, wo Sie hier gespielt haben, hat Sie das auch ziemlich viel Geld gekostet, oder? Nein, Wolfsburg hat dafür bezahlt. Kein Problem für mich. Nee, also stimmt. Ich habe mich damals darüber gefreut, nach Deutschland zu wechseln, nach meiner Saison in Belgien. Und ich hatte eine gute Zeit hier. Es war großartig, in Deutschland zu spielen. Wir haben die erfolgreichsten Jahre für Wolfsburg da erreicht. Wir haben den Deutschen Cup gewonnen, den Supercup gewonnen und am Ende war ich Spieler des Jahres gekrönt. Das hatte ich ja nicht erwartet. Wir hatten eine unglaubliche Saison bestritten mit einem unglaublich guten Team und Wolfsburg hat mir dazu geholfen, eine Plattform zu haben, um mich zu zeigen und dann dadurch habe ich zu City wechseln können. Die letzte Frage an Kevin jetzt bitte. Je hebt nog niet superveel wedstrijden gespeeld onder de nieuwe bond. Hallo Kevin. Een aantal weken samen kunnen werken, hoeveel wedstrijden gespeeld. Sie haben noch kein Match unter dem neuen Cheftrainer gespielt. Was erwarten Sie also und wie hat sich das, der Spielstil verändert und wie passt dieser neue Spielstil zu Ihrer Person, zu Ihren Eigenschaften als Fußballer? Also mit den vielen Trainern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, bin ich bereit, mich an alles anzupassen, spielerisch. Ich bin dann eigentlich auf derselben Wellenlänge wie der Spieler. Er mag es ja aggressiv zu spielen, vorne mit Tempo zu spielen. Klar, als Cheftrainer einer Nationalmannschaft muss man sich an die Spieler anpassen, die im Team zur Verfügung stehen. Aber trotzdem kann man ja das Spiel sehr beeinflussen, anders als im Verein, wo ja sich der Trainer ja die Spieler fast aussuchen kann mit den Transfers. Ich glaube, dass der Trainer mit der Reaktion der Mannschaft zufrieden ist, darauf, was er von uns verlangt. Das ist ja meine Einschätzung und ich hoffe, dass es im Turnier auch so weiter sein wird. Und jetzt weiter zum zweiten Teil der Pressekonferenz mit den Fragen an den Coach. Stefano Bizzotto, Italian TV. Darf ich meine Stefano Fragen Bizzotto. Italienisch stellen an Herrn Tedesco? Also wegen mir gerne. Ja, okay. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Le chiedo il suo stato d'animo a poche ore. Herr Tedesco, wie geht's Ihnen so auf emotionaler Ebene vor einem besonderen Tag morgen und was fehlt dem belgischen Team, um zum engsten Favoritenkreis zu zählen? Ich freue mich sehr darauf, dass wir endlich beginnen, diese EM zu spielen, weil wir seit vielen Wochen und Monaten ganz viel Arbeit investiert haben, um an diesen Punkt zu gelangen. Wir sind also sehr froh und eigentlich auch ziemlich entspannt, weil die letzten Wochen sehr positiv waren. Wie war die zweite Frage nochmal? Wie weit ist Belgien noch entfernt von den Teams, die zum engsten Favoritenkreis gehören? Ja, also das werden wir sehen, weil wir viele Veränderungen erlebt haben in diesem Team, in diesem Kader. Es gab viele Spieler, die nach der WM in Katar aufgehört haben. Wir haben also viele junge Spieler. Die Qualifikationsrunde ist doch top gelaufen. Auch in den Testspielen haben wir gegen England und Deutschland gespielt. Aber ein solches Turnier wie eine EM ist was ganz anders von der Stimmung her. Das ist ja ein ernster Wettbewerb. Ich bin auch sehr neugierig und gespannt, was auf uns zukommt. Coach, you've had a lot of injuries during the last few days and weeks. Sie hatten im Team
viele Verletzungen erleiden müssen, insbesondere zwischen unter den Verteidigern. Wie steht's also um die verletzten Spieler wie Tete und Vertonghen, und wer steht morgen alles zur Verfügung? Und würden Sie noch jemanden nachnominieren, falls Sie die Chance hätten? Also die gute Nachricht ist, dass Tete, Vertonghen trainiert haben, und zwar mit dem Team, in den letzten 3 Tagen zumindest. Es ist also ein Vergnügen, Ihnen zu sagen, dass Sie morgen zur Verfügung stehen. Und